Hallo bei TechStage, hier ist der Stefan für euch am Stand von Withings auf der CES und ich habe für euch einen ersten Blick auf die Aktivität Pop. Das ist eine Smartwatch, die einen Bewegungsmesser integriert hat und damit eure Schritte zählen kann und verfolgen kann, wenn ihr Fahrrad fahrt, wenn ihr schwimmt und außerdem euren Schlaf tracken kann. Wie ihr schon seht, diese Uhr sieht nicht aus wie eine normale Smartwatch, sondern vielmehr wie eine gewöhnliche Armbanduhr. Und darin liegt auch der besondere Reiz des Gerätes. Nicht nur die Optik erinnert an eine normale Armbanduhr, sondern auch die Akkulaufzeit. Ihr müsst diese Uhr nämlich nicht ständig ans Ladegerät hängen, sondern die integrierte Batterie, die sich hier unter der Rückschale verbirgt, hält 8 Monate lang. Wenn die Batterie dann leer ist, könnt ihr die Uhr allerdings nicht aufladen, sondern müsst zum Uhrmacher und euch da eine normale Standard-Uhrenbatterie einsetzen lassen. Das kostet bei Mr. Minute und Co. Vermutlich irgendwie um die 10 Euro. In einer dazugehörigen App die ihr hier seht, könnt ihr dann einstellen, was für ein Tagesziel ihr habt, wie viele Schritte ihr jeden Tag laufen wollt. Ihr könnt sehen, wie aktiv ihr wart, ihr könnt sehen, wie gut ihr geschlafen habt und könnt natürlich auch andere Sachen eintragen, wie zum Beispiel, wie sich euer Gewicht in der Vergangenheit entwickelt hat. Auf der Uhr selber, neben dem normalen Ziffernblatt für die Uhrzeit, findet ihr hier ein weiteres Ziffernblatt und das zeigt euch an, wie viel Prozent eures Tagesziels ihr bereits erreicht habt. Das Tagesziel habt ihr vorher in der App festgelegt und auf der Uhr könnt ihr dann sehen, wie weit ihr schon seid oder ob ihr lieber noch ein paar Runden um den Block lauft. Die Withings Aktivität Pop wird ab Februar oder März 2015, das konnte man uns noch nicht so genau sagen, auch in Europa im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 149 Dollar. Für eine recht ansehnliche Uhr, die gibt es übrigens auch in anderen Farben, wenn euch das Blau nicht so liegt, mit Schrittzähler und Schlaftracking-Funktion finde ich, ist es ein durchaus fairer Preis. Ich vermute, in Deutschland werden es dann eher 149 Euro sein. Das war soweit, das war der erste Eindruck. Ich finde die Uhr ganz cool, vor allem, weil sie einfach nicht so aussieht wie die 80er-Jahre Science-Fiction-Design-Smartwatches, die man sonst so kennt. Hallo Sony, hallo Samsung und so weiter. Und freue mich auf weitere Gadgets aus dieser Ecke. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.